Und du bist jetzt offiziell in deinem eigenen District-Video mit im District. Hallo, willkommen. Ey, Vlog vom Stream. Ey, bevor wir jetzt hier anfangen, lass mal ganz kurz rumdrehen. Hallo. Hi. Hi. Das ist unsere Schießbude. Wir haben uns einfach mal eine Schießbude gekauft. Kostet einfach 1000 Euro. Sau dumm, Alter. Jeden das seine. Ja, für den Stream alles. Pass auf, bevor wir jetzt irgendwas machen. Dieser Vlog handelt von Folgendem. Wir haben ja heute unser Charity-Stream. Das Video, was ihr seht, ist quasi gestern entstanden. Und ich kann es jetzt sagen, ich mache ein District gegen Trimax. Und das Ziel des heutigen Vlogs ist es, das Video, das Musikvideo. Deshalb ist Niklas da. Niklas da als Kameramann für das Musikvideo und wir haben gestern Abend im Studio den Diss-Track aufgenommen. Mit dabei sind Rezmann, Papa Platte, Romatra und Henki und was? Du bist auch ja, ich bin ja auch dabei, klar. Ja. Und das wird ganz geil, deshalb drehen wir jetzt heute quasi das Video vom Diss-Track, stellen uns alle so neben Trimax, bumpen und nicken und er weiß gar nicht, dass er Teil seines eigenen Musikvideos gegen ihn quasi ist. Krass. Jetzt aber erstmal, bevor wir das alles machen können. Ja, Corona ist ein Ding. Wir haben hier erstmal Abstandsregelungen, Mundschutz, Desinfektionsmittel und wir haben es tatsächlich geschafft, vor Ort eine eigenständige Corona-Teststation zu haben mit Schnelltests. Deshalb gehen wir jetzt da rein, lassen uns mal richtig schön die Nase durchpusten von der lieben Julia. Grüße auch ans Bootshaus an der Stelle, die uns die ganze Location hier zur Verfügung stellen. Ich würde sagen, wir gehen rein, lassen uns mal richtig schön hier. Let's go. Danach ist ja das Gute, dass wir dann tatsächlich, wenn wir negativ sind, auch ohne Mundschutz rumlaufen dürfen. Zumindest vor der Kamera. Wir lassen ihn halt hinter der Kamera trotzdem an, um sicher zu sein, aber vor der Kamera dürfen wir. Okay, ich bin bereit für meine Operation. Das schmeckt. Ja, ich kann das nicht. Okay, doch, ich kann das, ich kann das. Chillig. Chillig, Alter. Sau chillig. Der Kamera, was geht ab? Chillig. Oder Kala hat nichts bezahlt dafür. Nix. Natürlich haben die was dafür. Das stimmt, die auch. Das kennt ihr vielleicht von Among Us. Der ist übel schlecht. Und ich bin übel. Und das Rezmann von gestern kennt ihr auch noch. So, Test ist durch. Und wir haben uns halt extra hier für unser eines Segment, wo ja auch nochmal ein separates Video zu online kommt. Ich will unbedingt eine Soft-Air haben, Alter. Ich will mir auf jeden Fall eine erschießen. Das ist aber das, was ich immer haben wollte, ne? Das ist so geil, oder? Boah. Boah, Digga. Ey, das ist so geil. Sag mal A. Da war der Gekkenflex vorne. Das ist ja eigentlich ein riesiger Club. Hier vorne ist unsere wunderschöne Videowand. Da kommt später unser Special Guest drauf. Hier werden wir später alle sitzen. Wir haben uns halt auch Gedanken gemacht, so jeder soll auf einem sitzen. Ich weiß, wir sind alle negativ, abstandsmäßig macht es trotzdem Sinn, dass wir alle auf einem sitzen, damit wir hier nicht irgendwie zu crowded sind. Wir sollten trotzdem mal zwei auf einem sitzen, da wir alle getestet sind, ist es eigentlich auch in Ordnung. Aber wir geben uns Mühe, dass auf jeden Fall hier alles abstandsmäßig gehalten wird. Wie gesagt, Mundschutz bleibt auch an. Oben ist unsere Ecke zum Backen. Das brauchen wir bei Cookie, die machen so einen Teig für Kekse. Mega cool, das machen später Gewitter im Kopf und Sturmwaffe. Draußen geht noch zu schießen, hier wird später noch Mario Kart gezockt und die ganze Nummer hier dauert 2-2,5 Stunden. Es ist echt wild, das ist ein riesiges Set hier. Das ist schon krass, oder? Ein bisschen weihnachtlich dekoriert hier. Ein paar Mützen haben wir hier gelegt, Kuchen, Mandarinen und oben, ich glaube, komm mal mit, ganz kurz. Als Guide wird später unser Gast zugeschaltet und hier oben, hallo, hier ist unsere Minibar und hier haben wir, das ist Kinderpunsch, richtig? Ja. Das ist Kinderpunsch. Hier wird später noch Pizza bestellt, so es gibt was zu snacken. Also ihr seht, das ist schon ziemlich groß hier mit dieser Regie. Alle Sender und so. Ich finde sowas immer richtig krass. Vor allem, wenn wir überlegen, also wir haben dieses Konzept Real Talk innerhalb von einem Monat fertig gemacht. Dickste Shoutout an Björn von Aerochrone, Sarazar, komplette Aerochrone Team. Und die Sponsoren natürlich, Puma, Cookie Bros und der Rest. Und hier Ice Cream United. Grüße gerade aus an Lukas Podolski. Wir besprechen das nochmal ganz kurz, machen es fertig und dann gehen wir gleich schon dran und müssen das Musikvideo shooten, denn da habe ich richtig Bock drauf. Hier. Okay, pass auf, Junge. Also, wir haben ja den Diss-Track gestern fertig gemacht, ne? Ja. Wisst ihr überhaupt von meinem Plan schon? Ja. Pass auf, wir wollen ja das Musikvideo quasi gegen den, also gegen Max heute hier schon drehen. Und wir stellen uns einfach alle neben ihn und nicken so ein bisschen und er weiß gar nicht, dass er Teil dieses... Also machen so Scenes für so dazwischen. Richtig, aber er weiß ja gar nicht, dass es für einen Diss-Track ist, verstehst du? Deshalb haben wir noch einen zweiten Kameramann dabei. Das ist eine richtig gute Videoidee, hoffe ich. Oder? Mhm. Ja, das ist auch ein geiler Vlog und filmst es gerade auch, oder? Du hast die Kamera ready, Niklas? Max, jetzt da, wir stellen uns kurz um ihn rum. Kevin, du kannst dein Part eh nicht lip-singen, aber ist egal. Lass, wir müssen es so machen. Wir machen einfach nur so ein, wenn der da steht und so. Wir flexen so ein bisschen und du machst ein paar Kamerafahrten, okay, Niklas? Ist schon getestet worden? Nö, machen wir gleich. Moin. Hey. Moin. Na? Kannst du dich ganz kurz hinstellen? Wir machen ein paar Fotos. Komm her, Kevin. Geht's mal drauf. Ja. Bleib einfach stehen, okay? Stark. Mach ein paar. Also irgendwas machen wir bisschen. Irgendwie einfach den Kopf, ja, kann man das ja. Max muss ein bisschen so machen. Das ist sehr gut. Sehr gut, ja auch. Ich habe den Test gemacht, das ist auch richtig. Ja, das geht. Wir haben Tomata vergessen, wir müssen gleich nochmal ein zweites Tomata. Nein, das ist Tomata. Ey, das schaffe ich nicht. Geht ab. Was machen wir jetzt? Wir gucken einfach böse. Böse Tomata? Ja, okay.
kriegt man die Ventilatoren? Du musst besonders cool und pulsartig schauen. Ich kann das gar nicht. Ich hab das gerade verguckt, musste lachen. Was hast du denn? Danke für die Wurst. Also, ich kann dir jetzt was verraten. Das darfst du aber, okay, kann ich dir vertrauen? Ja. Wir haben gestern einen Diss-Track gegen den geschrieben. Und wir drehen heute hier vor Ort ein Musikvideo. Mit Max innen drinne, ja? Max weiß es aber nicht. Und das Ding ist, wir flexen immer so kurz vor Max und so. Und wenn du uns gleich ein bisschen helfen würdest, zu sagen, ja Max, stell dich gleich mal vor die Gruppe und so, ich mache ein paar Fotos für dein Instagram-mäßig. Dann stellen wir uns wieder so hin und haben so ein paar Schnittbilder für das Diss-Track-Video gegen ihn. Und er weiß aber nicht, was da drin ist. So. Ice Cream United. Schoko-Chili? Ja. Na? Ich esse nicht das Ganze. Ja, doch, doch, nee, Digga, das Ding, nein, ist, ich hab's. Ist schlimm, Bro. Wirklich nicht? Hat er auch. Der hat auch schon, Mann. Alles, Revi, alles komplett. Du musst komplett. Hey, hallo. Hey. Oh! Oh! Ich schwöre, ihr könnt Tobi fragen, ihr könnt alle fragen. Ich esse regelmäßig scharfes Essen. Ich bin nicht empfindlich. Wie viel Scoville hat die Soße? 3 Millionen? 1 Million. 1 Million. Nee, ich musste instant kotzen. Boah, mir schwindelig, Geier, ne? Kauft bei Ice Cream United. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Auch wenn ich hier gerade vorher gekotzt habe, vor deren Banner. Oh, das Eis von denen ist wirklich gut. Ich habe ja schon mal bei denen gedreht. Lukas, Geier, Patrick, ihr macht einen Top-Job. Voll nicht Lukas, oder? Ja. Wahrscheinlich macht ihr einen guten Job am Eis. Da wird gerade laut, der Koffer 11 gesehen, chillig. Was ist das Schaf? Das Schaf ist komplett Eis. Das ist Schoko. Das macht keinen Unterschied. Max, hau rein, Bruder. Alles rein. Das ist ja auch so ein Fußballtrainer, der verloren ist. Niederlage. Das ist ein Scheißspiel, das muss ich mir genau anschauen. Was? Das ist ganz alt. Was habe ich noch nie gehabt? Das Spiel ist gut. Was soll ich euch sagen? Ich wollte jetzt auch was zu trinken nehmen. Ja, ich hol was auf. Und du bist jetzt offiziell in deinem eigenen Diss-Track-Video mit im Diss-Track. Und wir haben das hier einfach gedreht. Wie geil ist das? Das heißt, du bist im Video vom Diss-Track, bist du selber drin. Wie geil. Von deinem eigenen Diss-Track. Ja, nice, danke. Ja, super. Sehr geil. Hey, gerne, Mann. Gerne. Cool. Kommt auf 24. Dezember. Wird wild. Ein Part hat übrigens auch dein Sklave. Oh. Ich hab auch einen Part. Und ey, Roman hat gerappt. Er hat abgeliefert, Junge. Und der Junge war dann auch abgeliefert. Und der Junge war dann auch abgeliefert. Habt ihr echt alle delivered? Ja, wir haben alle delivered. Und wir haben noch, die Hook ist von jemandem, du glaubst nicht, wer es ist. Aber du stehst dieser Person sehr nah und du wirst enttäuscht sein, dass er mich ist deine Mutter. So, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall Vlog-Technik, bei mir zumindest. Und wir shooten gleich noch unsere Party schnell irgendwo. Ja. Bisschen performance-mäßig, dies, das. Und der Vlog ist damit raus. Der Diss-Track kommt am 24. Dezember. Es wird eine absolut arschgeile Nummer. Und vielen Dank für den ganzen Support hier beim Stream. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben roundabout 12.000 in Spenden gesammelt. Zuschauerzahlen mäßig absolut abgerissen. Das war sehr, sehr wild. Und ich würde sagen, morgen gibt es das erste Video aus dem Stream zu sehen. Und zwar das Backduell und dann am Mittwoch das geile Schießen. Das hat nämlich auch echt Bock gemacht. Sehr, sehr geil. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und dann ciao.